ganzen Leben bin ich schüchtern, unscheinbar und unbekannt, eigentlich ganz normal. Der Typ von nebenan, der keiner Fliege was zu Leide tut, immer nett lächelt und nie den Ärger sucht. Immer schön die Klappe halten, besser so als aufzufallen. Lieber zweimal schlucken, aber bloß nicht anderer Meinung sein. Doch aus dem Hintergrund mit Fake-Profil, endlich kann ich sagen, was ich denk. Mein eigenes vernichtendes Spiel. Kenne die Regeln, hier kenn ich mich aus. Alles wird zerrissen, Daumen runter, ich lass alles raus. Doch wenn ich wieder hinten in der letzten Reihe sitz, verdräng ich das Gefühl, an dem ich explodiere. Ich hab den Knopf gedrückt und zähle langsam bis vier. Ich explodiere. Die Bombe tickt, 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 bis sie explodiert. Tick, 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 bis sie explodiert. Tick, 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 bis sie explodiert. Die achte Stunde ist vorbei, die Pausenglocke klingelt raus aus diesem Irrenhaus. Rein ins Jugendzimmer. Jetzt erstmal runterkommen, der Rechner wird grad hochgefahren. 20 neue Nachrichten, das fühlt sich fast wie Leben an. Jetzt wird zurückgeschossen, ich in meinem Schützengraben. Gut versteckt und unsichtbar, heute kann mir keiner was. Jetzt kann ich sagen, was ich denk, von wegen auf den Mund gefallen. Das ist eure Schuld, ihr müsst jetzt die Rechnung zahlen. Ich explodiere. Schlaf jetzt ein.